So, dann machen wir hier mal den Übergang. Wie gesagt. Das auch mal weg. So, jetzt haben wir Sandstein ja genug dabei, oder? Doch, wir haben Sandstein genug. Das reicht allemal. Also, machen wir mal so ein bisschen, vielleicht einen breiteren Gang hin, der ein bisschen mehr rechteckig ist oder etwas später dann. Hier so rumgeht. Ah, der ist runtergefahren, ich weiß. So, dann machen wir hier. Irgendwie habe ich immer so Echos auf dem Ohr, weiß auch nicht warum. Dann machen wir hier mal den Durchgang so ein bisschen mehr so. Wie machen wir das hier? Hier können wir dann auch ein bisschen was abgraben. Und hier wird es dann wieder ein bisschen breiter. So. Ich denke mal, das ist ein schöner Umgang hier dahin. Also ein schöner Durchgang, wollte ich sagen. Jetzt kommt dann die Decke da drüber. Respektive, wir machen hier vielleicht mal so eine Stütze hin. Und hier vielleicht auch mal. Natürlich auch ein bisschen darüber bauen, dass man das hier schön parallel hat. So. So, wie sieht's aus? Okay, 22 Sandstein. Jetzt hier erstmal für Licht sorgen und Glas brauchen wir natürlich dann auch noch. Glas, es reicht ja eigentlich, wenn man hier so eine zweite Reihe hin macht, weil man ja da eh nicht drüber springen kann. Wer unbedingt drüber springen will, schafft es auch, wenn da 10 Reihen drüber sind. Da kriege ich dann einfach nach oben. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Licht machen, wie gesagt. Da so hin. Hier so hin. Hier so hin haben wir noch Licht mit. Ja, haben wir noch. Und jetzt gucken wir mal, wie das ist mit F3. Nicht, dass hier die Monster spawnen. Das wollen wir ja auch nicht haben. Also, Block ist 12. Block ist 9. 9, 8 haben wir hier mal. Spawnen die eigentlich auf Glas? Hoffen wir nicht. Das kann man aber ja ganz einfach testen, indem wir mal hier hochgehen. Ja,
Man könnte sie auf Glas spawnen, aber es ist anscheinend hell genug. So, dann ist das jetzt ein bisschen anders geworden. Jetzt gucke ich mir das mal aus der Entfernung an. Gucken wir mal Ausrichtung des magischen Auges. Da müssen wir da mal hin. Rex, gehen wir zu Fuß oder ich gehe mal zu Fuß. Ich glaube, doch beim letzten Schuh sind wir da auch zu Fuß gegangen. Wo ist denn eigentlich der Durchgang? Hier, ne? Richtig. So, hier ist überhaupt kein Licht, aber das, wir haben ja auch hier alles halbiert. So, schauen wir mal oben hin. Und schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, jetzt sieht man hier natürlich den zweiten Turm nicht. Also von daher sieht man jetzt nicht, ob das symmetrisch ist. Da muss ich dann doch mal runter. Wo ist der Ausgang? Der war hier. Und hier hatten wir ja auch die Möglichkeit. Oder wir springen einfach mal runter. Hatte ich doch, mit wem hatte ich das gemacht hier? Entweder mit den Porkies oder mit den Roxorianern. Wow, so. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze von unten an. Hallo Hühnchen, hast du mir ein Ei geschenkt? Das will ich nicht. Was ist eigentlich hier für ein Kreuz? Was hatte ich mir denn hier überlegt? Ist das eine Höhle, wo ich mal rein wollte? Könnte sein. So, jetzt gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall ist es symmetrisch. Na gut, jetzt ist natürlich das Schwimmbad davor. Das ist klar, aber das Gebäude an sich ist schon mal symmetrisch. Natürlich geht das jetzt nicht so weit runter. Ist klar, wie der andere Turm. So, und dann machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten Kapitel. Das werden also die Kieswege da austauschen gegen diese Platten. Aus, ja, und vielleicht brauchen wir auch Sandstein dafür und Glas. Ja, hier könnte so ein Türöffner rein. Dann gehen wir mal schnell nach oben. Da brauche ich eine freie Hand, glaube ich. Nee, wir müssen das. Wir müssen näher dran. So, jetzt sind wir drin. Prima. Rex, wo bist du? Ach, ich bin eine Etage tiefer. Wie gefällt dir das jetzt hier? Ach so, hier müssen wir noch zumachen, siehst du? So, na. Okay, dann werden wir das hier nochmal schnell machen. Dass wir hier auch alles symmetrisch haben. Da haben wir ja hier Glas reingesetzt. Hier fehlt auch noch Glas. Ah, so viel Glas habe ich wahrscheinlich gar nicht, wie ich brauche. Mit Sicherheit doch, da ist ja noch was. So, 16 Sandstein, das heißt, wir brauchen hier jetzt diese einzelnen Zinnen. Pinöke, würde ich sagen, Zinnen.
Ja, dann können wir ja alles mit Glas zubauen. Rex ist ganz meiner Meinung. Dann haben wir hier wieder den alten Zustand hergestellt. Und hier vielleicht noch so ein bisschen was ausleuchten. Ab und zu mal so ein Ding hier drauf machen. Da haben wir den Pfosten direkt davor gesetzt. Was hier natürlich nicht passt. Aber wir können ja also ein bisschen Licht rein. Wieso hatte ich hier überhaupt kein Licht drauf? Können wir das mal eine sagen? Da können doch auch Monster spawnen. Also ehrlich, da bin ich jetzt von mir selber ein bisschen enttäuscht. Gut, man sieht es ja von unten nicht, wenn das nicht ganz symmetrisch ist. Und jetzt gehen wir wieder runter. Machen hier oben zu mit Glas. Zack. Weg sind die Lianen, Rex. Oh, so ein Mist aber auch, ne?